Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und auch ein Hallo an alle Serienfreunde. Heute geht es um die Ringe der Macht, Herr der Ringe. Und ich habe mich hier schon passend zu meinem Mittelerde-Regal sozusagen gesetzt, dass ihr hier auch ein bisschen einen kleinen Einblick dazu bekommt. Ja, ich möchte heute über die Serie sprechen und ich habe mir einige Gedanken gemacht, wie ich das Video nicht nur zu einem Mecker- und Mods-Video mache. Dementsprechend möchte ich ein bisschen über meine Erwartungen sprechen, über ein paar Fakten zu der Serie. Ich möchte über positive Dinge sprechen und wenn ihr dann nicht mein Gemecker hören möchtet, denn das wird es leider geben, ich erkläre auch dann warum, dann kommt es zum Negativen. Wir fangen mal an so ein bisschen mit den Erwartungen. Ich bin, seit ich circa 12, 13 bin, ein großer Mittelerde-Fan. Ich habe damals Der Herr der Ringe entdeckt, ich habe das weggesuchtet, ich habe viele andere Bücher gelesen. Alle Bücher hier hinten sind gelesen, ja, bis auf die Bücher, wo es sich um Tolkien dreht. Die sind noch nicht gelesen, die beiden, aber sonst ist hier alles gelesen, auch zum Teil mehrfach, sowohl in Deutsch, in verschiedenen Übersetzungen. Es gibt ja vom Herrn der Ringe und auch vom Hobbit in der Regel zwei Übersetzungen, beide gelesen, wobei beim Herrn der Ringe habe ich irgendwann aufgegeben, die Kriege-Übersetzung zu lesen, aber das geht jetzt viel zu weit. Und ich habe auch das Silmarillion, die Bibel von Mittelerde, mindestens dreimal gelesen, wenn ich mir auch in jüngeren Jahren damit durchaus etwas schwerer getan habe. Denn es ist an mancher Stelle sehr verwirrend, weil es eben nicht komplett beendet wurde, sondern viele Notizen auch dann gegen Ende enthält. Aber das ist die Entstehungsgeschichte, wie für Tolkien eben Mittelerde entstanden ist. Also wirklich mit einer Art Gott, der eben die Elben erschafft, die Welt erschafft, das Licht erschafft und so weiter. Und dann eben auch ja, gewissen magischen Wesen überlässt, welche Wesen sie auf die Welt lassen und so im Groben. Und das ist natürlich schon an mancher Stelle ein bisschen trocken, das muss man ganz ehrlich sagen. Wenn man aber mal in dieser Welt drin ist, dann begeistert es einen. Also mich hat es beim ersten Mal lesen wirklich herausgefordert, da war ich aber vielleicht auch so 15, 16. Und bevor dann Der Herr der Ringe ins Kino kam, 2001, habe ich so gefühlt nochmal alles so weggelesen, was ich irgendwie in die Hände bekommen habe. Und da habe ich das tatsächlich sehr gefeiert. Also ich glaube, man braucht vielleicht für diese Welt auch ein bisschen ein gewisses Alter, beziehungsweise auch einfach die Muße, sich in diese Welt fallen zu lassen. Ich bin also seit ja, mindestens 25 Jahren großer, großer Tolkien-Fan, Herr der Ringe-Fan. Ich liebe Mittelerde, ich tauche da ein und ich war sehr begeistert von den Kinofilmen. Auch da gibt es durchaus den ein oder anderen Kritikpunkt, den ich vor 20 Jahren im Grunde hatte, der aber heute gar nicht mehr so tragend ist. Und da merkt man, dass manche Dinge, die einen stören, dazu komme ich auch ein bisschen später, dann doch manchmal ein bisschen verblassen. Es gibt ja auch Dinge, die mich im Harry Potter-Universum in den Filmen stören. Dennoch sind die Filme gut geworden, weil sie eben das Wichtigste dieser Welt eingefangen haben. Und das kann man bei Peter Jacksons Trilogie eben auch sagen. Also die Erwartungen an diese Serie waren jetzt sehr groß. Und das hängt ein bisschen auch mit den Fakten zusammen, denn wir haben, nein, ich fange gleich noch, ich gehe noch mal auf die Erwartungen zu. Ich habe mir erwartet, da wir im Herrn der Ringe ja im dritten Zeitalter unterwegs sind, ich habe mir erwartet, sehr viel aus dem zweiten Zeitalter zu sehen. Das war auch die Ankündigung, beziehungsweise habe ich dann irgendwie mitbekommen, dass Amazon gar keine Rechte am zweiten Zeitalter als im Silmarillion hat, sondern nur an den Anhängen und dem Herrn der Ringe. Es gibt ja eine Foundation, die im Grunde das Erbe von Tolkien betreut. Da war auch sein Sohn dabei, bis er gestorben ist, dann jetzt sein Enkel oder auch seine Enkel. Und natürlich auch eine große Firma, die eben weiterguckt, welche Bücher werden veröffentlicht, wie werden die veröffentlicht, Filme, Serienrechte und so weiter. Und dementsprechend war ich ein bisschen irritiert, dass mir hier eigentlich ein zweites Zeitalter, ich sag mal, präsentiert werden soll, wo aber eigentlich gar niemand die Rechte daran hat. Und das nur über die Anhänge passiert und den Herrn der Ringe. Das heißt, man greift auf Erzählungen zurück, die im Herrn der Ringe, also im dritten Zeitalter, untereinander erzählt werden über das vergangene Zeitalter. Und darauf beruht man sich, dass es so passiert ist. Finde ich ein bisschen strange. Das fand ich tatsächlich auch in meiner Erwartungshaltung merkwürdig. Denn wenn Aragorn mit Frodo spricht, heißt das ja nicht, dass sich das tatsächlich im zweiten Zeitalter so zugetragen hat, sondern die Geschichte, die Legende hat sich eben nur so bis dahin verfestigt. Und deswegen ist natürlich alles, was wir glauben zu wissen, muss natürlich gar nicht so gewesen sein, sondern es hat nur so die Geschichte überlebt, also wie stille Post. Und das fand ich ein bisschen schwierig, weil ich da schon ein bisschen die Befürchtung hatte, naja, dann erzählen die eine freie Geschichte und behaupten eben am Ende, naja, das hat Aragorn Frodo eben falsch erzählt, beziehungsweise war das eben 1000 Jahre später einfach die Geschichte, die überdauert hat.
Lassen wir das mal so stehen. Es war so ein bisschen eine Befürchtung, die ich hatte, aber sonst habe ich mich gefreut auf Mittelerde, auf große Bilder, auf tolle Musik, coole Schauspieler, wahnsinnig viele Handlungsstränge und Erzählungen. Und ich habe das im Groben irgendwie bekommen, aber nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ja, kommen wir nun ein bisschen zu den Fakten. Ja, beruht eben, wie gesagt, auf den Anhängern des Herrn der Ringe, was ich persönlich ein bisschen schwierig finde. Frage mich auch, also ich kann mir vorstellen, warum man nicht das erste Zeitalter zeigen darf. Das hat, glaube ich, auch Tolkien mal irgendwann gesagt, dass er eben möchte, dass die Entstehungsgeschichte nur in den Köpfen erzählt wird und eben nicht irgendwie optisch dargestellt wird. So habe ich das zumindest in Erinnerung. Ist aber auch schon einige Jahre her, dass ich das irgendwo mal gelesen, gehört habe. Aber das fand ich tatsächlich ein bisschen schwierig. Es wurden 250 Millionen US-Dollar für 5 Staffeln aufgegeben und die Kosten sind wohl weit über 1 Milliarde US-Dollar. Das muss man sich jetzt bitte mal auf der Zunge zergehen lassen. 250 Millionen Dollar für 5 Staffeln, für Anhänge und den Herrn der Ringe. Wenn ich mir überlege, wie hoch von manchen Ländern das Bruttoinlandsprodukt ist. Aber gut, wir sprechen hier halt über Amazon, einen wahrscheinlich wirklich der mit größten Firmen, die es irgendwie gibt. Aber gut. Die erste Staffel ist nun gestartet, hatte 8 Folgen, immer irgendwas so zwischen wahrscheinlich 50 und 70 Minuten, also immer grob eine Stunde. Wir haben hier also im Grunde eigentlich einen Film von ein bisschen was über 8 Stunden, was ja an und für sich, ich glaube, der nicht-Extended Edition vom Herrn der Ringe ein bisschen ähnlich kommt. Ich glaube, das sind wir ja immer rund bei 3 Stunden, aber ich kenne ja da auch nur die Extended Editions gefühlt, von daher, ja. Gedreht wurde in Neuseeland, das soll sich jetzt wohl ab der zweiten Staffel ändern. Ich habe leider irgendwie die Gründe gar nicht so mitbekommen, aber wir haben hier tatsächlich noch sehr viele Außenaufnahmen, auch wenn das ein bisschen anders wirkt als zum Beispiel noch in Peter Jacksons Trilogie. So ein bisschen jetzt zu den Fakten. Bevor ich jetzt anfange, über das Positive und das Negative zu sprechen, Zeitstempel sind natürlich in der Infobox, möchte ich natürlich eine Spoilerwarnung aussprechen. Es wird gespoilert über den Herrn der Ringe, über den Hobbit, über Mittelerde, über die Serie. Also ich kann hier natürlich nicht nur sagen, ich fand das und das blöd, sondern ich möchte auch begründen, warum und muss dann natürlich auf diese 8 Folgen irgendwie verweisen. Und ich versuche das auch ein bisschen strukturiert in meinem Kopf zu machen. Ich habe tatsächlich mal so ein paar mehr als Notizen hier stehen, was ich ja sonst eher nicht habe. Aber ich wollte es in meinem Kopf auch ein bisschen einfacher machen, um so ganz strukturiert, so bin ich eigentlich nicht, aber meinen Freigeist muss ich hier einfangen mit Listen. Also ihr seid hiermit spoilertechnisch gewarnt, ihr solltet die Serie natürlich gesehen haben und bestenfalls auch die Trilogien von Peter Jackson, auch wenn wahrscheinlich eher da meine Bezüge dahin sind, nicht wirklich die Handlung. Und wir starten jetzt mit dem Positiven und das ist mir wirklich in jeder Folge positiv aufgefallen, das ist die Musik. Angefangen vom Intro, was wirklich sehr nach Mittelerde und der Herr der Ringe ruft, hat Bill McCreary, der nicht das Intro gemacht hat, aber die restliche Musik, hat er wirklich gut eingefangen. Ich fand es wirklich groß, ich fand es episch, es passt zu dieser Fantasy-Welt. Es war an mancher Stelle ein bisschen drüber, beziehungsweise hatte man oft das Gefühl, dass die Musik schon Dinge so ein paar Sekunden später andeutet. Also merkt, es kommt jetzt irgendwie eine Düsternis, dabei sind wir gerade noch freudig unterwegs und damit war es manchmal so ein bisschen zeitversetzt, die Musik zur Handlung. Aber nichtsdestotrotz mochte ich tatsächlich die Musik sehr gerne. Ich fand den Song der Hartfüße richtig, richtig toll. Ich habe mir den auch mittlerweile einige Male im Original angehört. Den finde ich so schön, weil er tatsächlich auch so ein bisschen Bezug nimmt in manchen Textstellen auf den Herrn der Ringe, beziehungsweise man dann eben sagen kann, die Herr der Ringe-Charaktere nehmen Bezug auf das, was eben im zweiten Zeitalter erzählt wurde. Und das fand ich richtig, richtig toll. Also ich mochte die Musik, ich mochte die Komposition, es war groß und hat die Handlungen, insofern sie vorhanden waren, tatsächlich sehr unterstützt. Auch sehr gefallen haben mir viele, viele Orte, die uns gezeigt wurden. Angefangen, dass wir Casa Du Moria gesehen haben, in seiner vollen Größe, wunderbarst gezeigt wurde uns dieses Zwergenreich, überhaupt dieses ganze Zwergendasein wurde uns gezeigt. Das fand ich richtig, richtig toll. Das hat mir mega gefallen. Ich fand es toll, wie Numenor gezeigt wurde. Ich wäre hier gerne nur länger geblieben. Und da sieht man die Positivität, dass wir Orte gesehen haben,
da folgt dann eben so diese Negativität, ich hätte da gerne auch mehr gesehen, ich wäre da gerne länger verweilt, ich wäre da durch Straßen und Gassen gelaufen, so wäre es auch in Casa Dum gewesen, in Moria. Ich wäre da super gerne unterwegs gewesen, ich hätte da noch mehr Zwerge, noch mehr Einheimische getroffen, ich hätte mit denen gern mal an der Schenke irgendwie ein Bier getrunken, das hätte ich toll gefunden. Zudem fand ich auch die Darstellung der Elbenreiche richtig, richtig toll, es war... Ach, richtig schön. Also man merkt schon, dass die Elben eben eine besondere Stellung in Mittelerde haben. Und ich finde, das haben die Macher der Serie auch sehr gut eingefangen. Nicht die Elben selbst, dazu komme ich später, aber so diese Elbenreiche. Also dass die wirklich etwas Magisches, nicht Irdisches hatten, das fand ich richtig, richtig gut und hat mir wirklich mehr als gut gefallen. Dann hat mir die Erfindung, würde ich jetzt mal nennen, der Hartfüße mega gut gefallen. Ich gehe mal davon aus, dass sie sollen eine Art Vorfahren der Hobbits sein. Sie sind zumindest klein, sie sind sehr mit der Erde verbunden, mit der Natur verbunden. Sie sind ein wanderndes Volk und die haben mir mega gut gefallen. Nicht alles, was in diesem Handlungsstrang passiert ist, fand ich toll, fand ich gut, fand ich logisch. Aber ich mochte, also ich bin ein großer Hobbit-Fan, also das ist tatsächlich so. Und ich habe ein sehr großes Herz für die Hartfüße. Ich weiß, dass die an mancher Stelle ganz schön viel Kritik einstecken mussten. Mir haben die aber gut gefallen. Wie gesagt, nicht jeder Handlungsstrang da drin oder nicht jede Entscheidung da drin, fangen wir mal an, dass die keine Veränderungen mögen. Wo ich denke, Mensch, ihr seid so ein naturverbundenes Volk, ihr müsst Veränderungen lieben. Denn jeder Tag in der Natur ist anders, wenn man von den Jahreszeiten weitermacht und so weiter, dass man Verletzte einfach auf einmal zurücklässt. Das hat für mich überhaupt nicht in diesen Gemeinschaftssinn gepasst. Oder dann auch das Ende von dem Anführer. Da habe ich mir gedacht, boah, noch kitschiger konnte man das jetzt nicht machen. Aber das sind kleine Punkte. Grundsätzlich fand ich die Erfindung der Hartfüße richtig toll. Ich mochte es, dass wir hier ein Völkchen bekommen, was uns eben an die Hobbits erinnert. Die ist theoretisch ja, also die Hobbits an und für sich gab es ja eben im zweiten Zeitalter noch nicht. Deswegen könnten das Vorfahren sein. Ich mochte es, wie die gezeigt wurden, wie die dargestellt wurden, wie die einfach so diese Connection miteinander hatten. Ich fand auch die Erzählweise, dass die eben auf den Meteoritenmann fallen, fand ich richtig cool gemacht, wie die eben mit diesem Fremden umgehen, dann eben merken, das ist ein Freund und ach, das fand ich richtig schön. Das hat mir mega, mega gut gefallen. Zudem hat mir auch gut gefallen, dass wir doch das ein oder andere, die ein oder andere Anlehnung hatten an die Peter Jackson Filme. Also sei es über Zitate, sei es über Dinge, die uns gezeigt werden und meistens waren es dann eben diese Zitate, diese gesprochenen Sätze, Wörter, Gedanken, die dann eben sich irgendwann im Herrn der Ringe einfinden. Also ganz egal, ob das mal von Galadriel kommt, ob das mal irgendwie innerhalb eines Gespräches stattfindet, wo man denkt, oh, diese 5 Sätze waren dann eben auch mal im Herrn der Ringe wichtig. Oder eben auch das Lied der Hartfüße, was eben auch Dinge beinhaltet, wie eben nicht jeder Wanderer, der wandert, ist verloren, was ja dann im Grunde die Geschichte für Aragorn wird, als Streiche, die aber, glaube ich, in der Verfilmung gar nicht so vorkamen, sondern nur in den Büchern, aber das ist nochmal was anderes. Und das fand ich mega gut. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen, dass man einfach so diese Bezüge hatte, dass man immer mal diesen Herr der Ringe-Moment hatte. Sie waren sehr rar gesät, das muss ich auch sagen, aber wenn sie da waren, hat mein Mittelerde-Herz, mein Herr der Ringe-Herz sehr, sehr, sehr groß geschlagen. Ja, und damit sind wir die kurze Liste des Positiven auch schon durch. Und wer sich jetzt gefragt hat, Steffi, um was geht's denn eigentlich in der Handlung und warum hast du dazu gar nichts gesagt? Dazu muss ich sagen, es gibt relativ wenig, bis gar keine Handlung. Denn irgendwie haben wir hier vielleicht das Vorwort der eigentlichen Geschichte. Es passiert in diesen 8 Stunden relativ wenig. Und das meiste passiert irgendwie in der letzten halben Stunde der letzten Folge. Und das fand ich tatsächlich ein bisschen merkwürdig. Also ja, es geht um das Schmieden der Ringe, aber auch das passiert relativ spät. Dann geht es auch nicht um die Schmieden der ganzen Ringe, sondern eigentlich nur um die Elbenringe, was so zeitlich auch gar keinen Sinn macht. Aber nein, Handlung ist tatsächlich sehr schwierig. Wir haben verschiedenste Erzählstränge, also mit den Hartfüßen. Wir sind bei den Elben, wir sind bei den Zwergen, wir sind auch in den Südlanden unterwegs. Und das ja, wird dann irgendwann zu einem oder auch nicht. Also es ist... ja, ein bisschen verworren, würde ich sagen. Und das ist auch der erste große Kritikpunkt. Handlung ist eher mau. Also das muss ich wirklich sagen, man hat nur sehr wenig rote Fäden. Die meisten Handlungen fand ich irgendwie unspannend und habe mich gefragt, warum wird mir das jetzt erzählt? Und ja, irgendwann führt sich das so ein bisschen zusammen oder macht vielleicht irgendwie Sinn, aber es wird einem so aufs Auge gedrückt, dass es jetzt Sinn zu machen hat. Also
Ja, und zudem, wie diese Handlung so vorangetrieben wird, das ist manchmal mehr als merkwürdig. Und das macht für mich an vielen Stellen überhaupt keinen Sinn. Also diese nicht vorhandene Handlung. Und ich freue mich für jeden, der diese Serie feiert. Mir hat das wirklich gefehlt. Also auch diese, dass wir manchmal eine ganze Folge nur bei einem Handlungsstrang waren. Okay, damit kann ich noch leben. Aber das hat mich eben aus anderen Handlungssträngen herausgerissen. Und wenn man sich zum Beispiel an die Peter Jackson-Trilogie erinnert, ja, da haben wir auch zwei, drei verschiedene Erzählstränge, weil sich die Gruppe dann teilt. Und die haben aber alle eine ähnliche Erzählzeit, sodass ich immer wieder zurückkehre. Und das hat mir hier, das ja irgendwie gefehlt. Also wir hatten nämlich eine Folge, wo gar nicht die Hartfüße aufgetaucht sind, wo man wieder diese Emotionen so ein bisschen verliert und das mitgenommen werde. Und zudem wird mir eine Galadriel aufs Auge gedrückt, und das sage ich wirklich so, die so überhaupt nicht geht. Und das ist, glaube ich, mit einer der größten Kritikpunkte, wie Galadriel dargestellt wird. Also nicht nur über die Darstellerin, da komme ich, glaube ich, später hin, aber wie Galadriel gezeigt wird. Galadriel ist eine der wichtigsten und größten Elbinnen ihrer Zeit. Sie ist jemand in Mittelerde. Wer ihr Vater ist, ihr Bruder ist, wie das geschichtsträchtig alles zusammenhängt, wie das erste Zeitalter verlaufen ist, wie sie ist wichtig. Und sie wird hier gezeigt, wie so ein trotziges, rotzfreches Gör, was ich andauernd hätte gern schütteln wollen, die keinen Rat annimmt, keine Hinweise, keine Ideen, der nichts irgendwie, die überhaupt nicht mitdenkt und die einfach mal grundsätzlich gegen alles ist. Und immer nur sie, 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 sie. Ja, egoistisch sind Elben definitiv. Ich glaube, dass die Darstellung von Thranduil in der Hobbit-Reihe schon sehr dem nahekommt, wie Elben waren. Auch Elrond hat ja so diese gewisse Schwere und Arroganz der Elben in der Herr der Ringe-Trilogie, wo er eben sagt, was interessieren mich die Menschen? Und ich habe nichts gegen diese Arroganz, denn Elben sind eben wer in Mittelerde und die haben nicht so viel mit den, ja, hier irdischen Volk der Menschen oder gar Zwerge zu tun. Aber diese Galadriel, die geht einfach gar nicht. Also zum einen wird die Geschichte total verdreht. Wir hören immer nur von den Schlachten, in denen sie so viele Leute und samt ihrem Bruder verloren hat. Uns wird das aber nicht gezeigt. Logisch, weil natürlich die Rechte dazu fehlen. Zudem schon allein, wie sie eingeführt wird als Kind, was geärgert wird von anderen Elbenkindern. Das macht überhaupt keinen Sinn. Elben machen nichts kaputt, sie sind der Erde verbunden und es gibt überhaupt keinen Grund, warum diese Kinder hätten Galadriel irgendwie mobben sollen, ihr Schiff kaputt machen sollen und was auch immer. Das macht, wenn man Elben kennt, keinen Sinn. Auch weiterhin, dass sie da von einem Boot springt und schwimmt und schwimmt und sie schwimmt immer noch und wenn sie heute nicht gestorben ist, schwimmt sie. Das macht. Ja, das macht überhaupt keinen Sinn. Auch dieses in Numenor auftreten und auf einmal sind alle gegen Elben. Warum? Das macht noch weniger Sinn. Dass sie hier eine Armee aufmacht, dass wir hier so. Ach, ich kann mir nicht helfen. Das ist für mich keine Galadriel. Und ja, die Frage ist natürlich, wie hätte man diesen Erzählstrang erzählen sollen, wenn man nicht jemand Bekanntes wie Galadriel hat. Aber so kann ich doch meinen Hauptcharakter nicht darstellen, die da noch so dumm ist, so frech ist, so rotzig ist. Und auch dumm im Sinne von, dass sie hier diesen Move mit Adda und dem Dolch, dass sie das nicht sieht, dass sie das Ding nicht auspackt. Warum? Hallo? Das hätte ich als erstes gemacht, mir das angesehen, diesen. Ja, das geht schon sehr tief. Aber das geht für mich gar nicht. Also Galadriel ist für mich wirklich. Ja, ich fühle mit der überhaupt nicht mit und sie soll jetzt meine Protagonistin und Hauptcharakter. Also, nein. Sie muss auch nicht sein wie die Galadriel 3000 Jahre später. Versteht mich nicht falsch. Es ist logisch, dass wir jetzt sagen können, die Galadriel, die wir kennen und lieben, die entwickelt sich. Aber so kann sie nicht gewesen sein. Zudem wird darin auch erzählt, dass ihr Mann gestorben ist. Zumindest als vermisst gilt. Eigentlich ist Galadriel im zweiten Zeitalter schon ja im Grunde verheiratet. Ich weiß gar nicht, ob da schon ihre Tochter auf der Welt ist, aber Galadriel hat eine Tochter und die heiratet irgendwann Elrond. Und zusammen mit Elrond bekommt die Tochter von Galadriel Kinder, unter anderem Arwen, denn Arwen ist die Enkelin von Galadriel. Und hallo, hier drin flirtet sie einfach mit Elrond. Ja, die können gute Freunde gewesen sein, das möchte ich gar nicht abstreiten. Aber das wird mal dein Schwiegersohn. Und das kann man mir doch als Geschichterzähler,
oder Kenner nicht erzählen. Und das regt mich tierisch auf. Und ich weiß nicht, ob, wenn man vielleicht, wird das klar, wenn man die Filme guckt von der Herr der Ringe, dass Arwen, die Enkeltochter von Galadriel ist, ich vermute mal nicht, bin ich mir gerade nicht so sicher, aber das kann man nicht ignorieren. Wie soll diese Geschichte weitergehen? Warum entsteht dieser Flirtmodus zwischen den beiden? Das macht überhaupt keinen Sinn. Vor allem, wenn man die Hintergrundgeschichten der beiden kennt und der Elbenvölker, da macht diese Liebe, also diese Flirt-Story, es war noch keine Liebesgeschichte und bitte lasst es nicht so weit kommen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber für mich geht Galadriel überhaupt nicht. Ich finde, die ist wirklich mies geschrieben und schrecklich. Und dann wollen wir direkt mit den Darstellern weitermachen. Denn auch Galadriel entspricht überhaupt nicht der Vorstellung, wie sie von Tolkien erzählt wurde. Ich möchte jetzt noch nicht mal das Thema Diversität aufmachen, weil ich das tatsächlich gar nicht so störend finde, wenn ich die Serie gucke. Natürlich macht es gefühlt keinen Sinn, dass Elben auf einmal dunkelhäutig sind, obwohl sie aus dem gleichen Reich sind wie zum Beispiel Elrond. Das kann nicht funktionieren. Oder Zwerge, bunt gemischt wie Patchwork-Families aussehen, das passt irgendwie nicht. Es macht Sinn, dass umso südlicher ich komme, umso dunkler werden die Völker, umso nördischer ich komme, umso heller werden diese Völker. Das würde ich mir noch erklären lassen, das hat man auch im Herrn der Ringe gesehen, dass eben die ganzen aus den Südlanden, die Menschen eben einfach dunkler von der Hautfarbe waren, als es eben dann einfach im Norden war. Aber so innerhalb eines Völkchens fand ich das sehr schwierig. Aber das war tatsächlich gar nichts, was mich so gestört hat. Also ja, manchmal dachte ich, das macht jetzt nicht so viel Sinn, aber diese Gedanken waren tatsächlich relativ schnell weg, weil mich eben andere Dinge mehr gestört haben. Also sei es die kurzen Haare bei den Elben. Warum? Wo kommt das her? Sei es auch manchmal die Kleidung, wie die irgendwie aussah. Es war alles schon sehr penibel, schick, wie frisch gewaschen. Und man fragt sich so, hallo, du bist hier gerade 3 Tage dabei, irgendein Erdloch auszuheben. Warum hast du nicht einen Staubfleck im Gesicht? Es war schon sehr clean. Bei den Darstellern, die waren ja auch manchmal zu geleckt. Aber das war auch was ich durchaus im Herrn der Ringe schon so fand. Galadriel ist eine große Frau. Eine Frau, die alles überstrahlt, die von ihrer Mutter selbst im Grunde wegen ihrer Größe gewisse Namen erhält. Also sie ist mindestens wahrscheinlich 1,90. Hier kriegen wir irgendwie eine Frau, die allen gefühlt irgendwie nur bis zum Bauchnabel geht. Ich fand sie sehr unscheinbar. Es tut mir sehr leid für die Schauspielerin, aber ich finde das mehr als schlecht gecastet. Celebrimbor wird uns gezeigt, der Elb. Der ist viel zu alt gezeigt. Und das hat mich zum Beispiel im Herrn der Ringe auch schon ein bisschen bei dem einen oder anderen gestört. Aber das fand ich hier auch schon so ein bisschen schwierig. Halbrand, Aragorn 2.0. Warum sieht der fast genauso aus? Es könnte der Sohn von Aragorn sein. Und ich frage mich, warum? Ja, natürlich muss dieser Schauspieler, beziehungsweise für diese Rolle, muss der eine gewisse Ausstrahlung haben, weil er wird am Ende ja Sauron. Und der hat ja die Menschen und die Elben umwickelt mit seinem Charme und Ähnlichem. Aber warum muss er absolut aussehen wie Viggo Mortensen? Verstehe ich überhaupt nicht. Und auch etwas ist ja, dass eben Numenora eigentlich keinen Bart haben, weil sie ja von den Elben abstammen. Das hat mich schon bei Aragorn ein bisschen irritiert. Irritiert mich hier noch mehr. Isildur, Elendil haben auch einen Bart. Das macht nicht so richtig Sinn. Aber ja, da würde ich irgendwie nochmal mitgehen, weil ich es im Herrn der Ringe irgendwann dann auch hingenommen habe. Aber es macht laut der Geschichte von Tolkien keinen Sinn. Aber okay. Elendil, muss ich sagen, den haben sie perfekt hinbekommen, für meinen Geschmack, den fand ich richtig toll. Über Elrond lässt sich noch ein bisschen, aber an und für sich fand ich zum Beispiel die Zwerge mega geil. Also da haben mir durchweg die Zwerge super gut gefallen, ich mochte auch die Hartfüßdarsteller super gerne und ja, aber gerade mit Galadriel und Celebrimbor und Halbrand kam ich irgendwie gar nicht zurecht. Dann das große Abweichung der Lore, also Abweichung der eigentlichen Geschichte, das tut mir als Tolkienese sehr weh, das muss ich wirklich sagen. Über den Zeitraffer könnte ich noch hinwegsehen, dass wir hier ein Jahrtausend wahrscheinlich in 50 Jahren quetschen, okay, kann ich irgendwie erzählerisch verstehen, weil man natürlich nicht ständig die Darsteller austauschen möchte, nicht ständig diese Verwirrung bringen möchte, nicht sagen muss 500 Jahre später, es macht für eine Serie, für das Erzählen über ein Bild macht es irgendwie Sinn. Aber dass man Motivationen und Hintergrundgeschichten ändert
und auch die Zusammenverbindungen verändert. Allein, dass es zwei Durins gibt bei den Zwergen, das macht überhaupt keinen Sinn. Also, es ist, ja, das fand ich sehr schwierig. Das zu Galadriel habe ich schon ein bisschen erzählt, mit ihrem Mann, was da irgendwie fehlt, auch die Vorgeschichte zu ihrer Familie, wer sie ist, was ihre Motivation ist. Hatte sie überhaupt diese Motivation? War sie im zweiten Zeitalter überhaupt so nah dran? Das macht keinen Sinn. Auch diese Dummheit, die vielen dieser Charaktere so hingeknallt wird, angefangen von Elrond über Galadriel. Warum, ja, auch dass wir hier auf einmal schon einen Istar präsentiert bekommen, der ja zu großer Wahrscheinlichkeit Gandalf ist. Das macht noch gar keinen Sinn, denn die Istari sind erst alle im dritten Zeitalter gekommen. Ich bekomme hier ein Rätsel mit einem Meteoritenmann, wo ich eigentlich schon relativ schnell vermutet habe, das kann nur Gandalf sein, aber eigentlich alles dagegen spricht, dass es Gandalf ist, denn ich bin im zweiten Zeitalter, nicht im dritten Zeitalter. Er ist also irgendwie 3000 Jahre oder 2000 Jahre zu früh. Ja, aber natürlich möchte die Serie Gandalf irgendwie hineinbekommen, denn der wird ja im Herrn der Ringe jemand. Das heißt, man hat wieder eine Bezugsperson und man macht ein Rätsel auf, wo ich mir denke, Leute, ihr könnt mich hier fünfmal auf die falsche Fährte locken. Es ist Gandalf, es kann gar nicht anders sein. Also wenn ihr schon die Istari hier reinbringt, dann doch bitte Gandalf. Natürlich könnte es noch irgendein anderer Istari sein, aber ich vermute mal, spätestens am Ende, als er sagt, man folgt dem Weg anhand des Geruchs seiner Nase, das sagt er ja auch im Herrn der Ringe zu Frodo oder nee, zu Merry oder Pippin in Moria. Ja, das macht durchaus irgendwie Sinn. Also, aber wir ändern hier so die Grundgeschichte und Motivationen und das macht überhaupt keinen Sinn. Auch dieses Ringeschmieden, was ja das große Thema ist, Ringe der Macht. Natürlich hat Sauron hier geholfen, Ringe zu schmieden, aber das wird mir überhaupt nicht erzählt. Zack, ist Halbrand bei den Elben, zack, spricht er dreimal mit Celebrimbor und bums, kommen wir auf die Idee von Kronen und Ringen und ich frage mich, hä? Hallo, erstmal wurden die Ringe der Menschen geschmiedet, dann die Zwerge und als man den Plan durchschaut hat und Halbrand, sage ich jetzt mal, als Sauron identifiziert hat, erst dann haben die drei Elbenringe zu einer Entstehung dazu geführt, denn diese Ringe waren eben nicht von Sauron beschmutzt und deswegen waren sie so mächtig, dass sie eben nicht diesem Einfluss des einen Ringen geführt haben, aber man hat sich eben dieser Macht bemächtigt und das wird überhaupt nicht erzählt. Nein, zack, hier, wir machen drei Ringe, erst werden es Kronen, dann werden es Ringe und dann sieht man auch drei Menschen, wo, soweit ich mich erinnere, ja eigentlich nur Galadriel und Celebrimbor einen Ring hatten, denn Elrond bekommt ihn ja dann von Gil-galad, also dem eigentlichen Herrscher, während ja Celebrimbor dann seinen Ring an Gandalf weitergibt. Ich glaube, da gibt es noch eine Zwischenstation und ja, eigentlich nur Galadriel, die ist, die ihren am Ende behält. Und dass die Ringe jetzt auch noch anders aussehen als im Herrn der Ringe-Film, okay, damit kann ich leben. Aber das sind so Dinge, die werden einschneiden, einfach falsch erzählt. Beziehungsweise fehlen uns Dinge. Wie wollen wir jetzt die Geschichte über die Ringe der Zwerge und Menschen erzählen? Dass da die Nazgul draus werden. Wo kommt diese Geschichte hin? Dass das irgendwann Sinn macht mit dem Hobbits, dass wir den Vater Durins, Thorins kennenlernen, der auch einen Zwergenring hat und so weiter. Und das, da muss ich wirklich schwer atmen. Man kann auch noch über wirklich viel diskutieren, was einfach falsch ist. Die Entstehung von Mordor zum Beispiel fand ich super spannend. Frage mich nur, ob das wirklich so geschehen ist, aber lassen wir das mal so hingestellt. Aber das war zum Beispiel etwas, wo ich sage, da wird sich etwas ausgedacht, was so irgendwie passt und dann finde ich das auch okay, aber es haut mich auch nicht so von den Socken. Und ich finde auch einfach diese vielen Hintergrundgeschichten, die so verändert werden und auch einfach diese Motivation dahinter, hinter den Charakteren, auch bei den Zwergen. Warum ist Mithril auf einmal wichtig für die Elben? Hä? Die Elben verwelken wie Blätter? Hallo? Warum? Die Elben hängen ja nur zu großen Teilen eben an Mittelerde. Und umso düsterer Mittelerde wird, umso düsterer und schwächer werden sie. Das hat aber gar nichts mit Mithril zu tun, beziehungsweise betrifft das auch nur die Halbelben wie Elrond oder dann Arwen, wie man ja aus den Herrn der Ringe-Filmen mehr oder weniger kennt. Da ist schon zu viel Arwen, aber das macht für alle anderen Elben überhaupt gar keinen Sinn. Und ich kann da immer nur mit dem Kopf schütteln. Auch in Númenor, Elendil, Isildur, dann wird er verloren gemeldet und wir wissen aber, er kann gar nicht gestorben sein, denn er ist ja irgendwann nochmal für den Herrn der Ringe wichtig. Und es war,
Also ich habe bei vielen Dingen nur den Kopf geschüttelt, mich gefragt, warum und wozu. Und es gibt viele, das muss ich sagen, nein, nicht viele. Es gibt, ich würde sagen, es ist so eine 50-50 in meinem bekannten Freundeskreis. Die einen finden es gut, die anderen haben wie ich den Kopf geschüttelt. Ich habe auch versucht, meinen Tolkien-Kopf auszuschalten und einfach nur diese Serie zu schauen. Aber selbst da fand ich manche Dinge einfach nur dumm. Neben den Abweichungen der Lore, muss ich auch mal sagen, die Dialoge, boah, sind die schwach. Also das wirkt überhaupt nicht organisch, wie wenn da zwei Leute sprechen, sondern wie wenn ihnen eben Text gegeben wurde. Es hat nie den Eindruck, dass die locker flocker irgendwie miteinander reden, sondern immer sehr bedacht und genau überlegt und ach, wieso? Und auch die Wortwahl. Es klingt wahnsinnig modern. Also wenn man sich mal Gespräche in den Herrn der Ringe-Filmen hernimmt, dann hat sich das wirklich so angefühlt, so haben Leute im Mittelalter vielleicht geredet. Nicht immer, aber in vielen Teilen, in diesen epischen Sätzen von Gandalf, epische Sätze von Galadriel, da hat man das Alter gespürt, dieses Weise und Wissende. Und hier drin werden Gespräche geführt, wo ich denke, hey, alter Digger, Opfer, du, wo auch immer. Also, es ist jetzt überspitzt. Aber ich habe mir gedacht, da unterhalten sich einfach Jugendliche aus unserer Zeit. Oder wie ich und ihr und du und wir reden. Und dann denke ich mir, das passt einfach nicht. Es kann hier kaum etwas Episches entstehen, weil eben die Dialoge so flach sind. Und boah, schrecklich, wirklich schrecklich. Also, es gab zwei, drei schöne Dialoge, besonders so in den letzten zwei Folgen, wo ich mir dachte, ja, das könnte in meinen Wortschatz übergehen. Alleine, wenn dann über Earendil, unseren geliebten Stern, gesprochen wurde, irgendwann, das ist ja der Vater von Elrond, dachte ich, ja, hier, genauso muss die Serie sein. Und dann wahrscheinlich bei der Handlung auch mit sind, dass wir Rätsel gestellt bekommen, die uns überhaupt nicht interessieren, wo wir uns gar nicht gefragt haben, dass das ein Rätsel ist, weil es für uns total logisch war. Während wir dann selbst auf Rätsel kommen und fragen, wer ist der Meteoritmann? Ist Halbrand Sauron? Wie ist das und das? Wer sind diese komischen weißen Geschöpfe? Die aber die Serie gar nicht als Frage gestellt hat und dementsprechend eigentlich nicht erzählt. Und man sich so fragt, wie kann sowas so auseinandergehen? Natürlich sind Fans mit ihren Theorien immer schnell da und ganz viel Kraft und müssen über alles reden. Und dahin Theorien spinnen, aber über Dinge, die dann eigentlich gar keine Dinge sind. Also, wie man uns so auf merkwürdige Fährten locken konnte, liegt wahrscheinlich daran, dass das diese Serie einfach nicht viel Handlung hat. Also, ja, ich finde es sehr schwierig. Ich wurde auch schon gefragt, warum ich denn eigentlich die Serie weitergeschaut habe. Und ich habe ja wirklich Staffel 1 durchgezogen. Und ich muss sagen, ich habe immer darauf gewartet, dass mein Mittelerde kommt. Und es kam aber leider nicht. Also in sehr wenigen Sequenzen habe ich ansatzweise so einen kleinen Herzsprung gefühlt. Aber wenn wir das auf diese 8 Stunden rechnen, dann waren das vielleicht 10 Minuten. Und das ist sehr schwierig. Ja, auch wirklich mit diesen, dass uns Dinge wichtig werden müssten, damit wir Emotionen aufbauen, das aber nicht tun, weil wir keine Emotionen geliefert bekommen. Also wenn ich an die Südlande denke, da gibt es Verwechslungen, da gibt es Kämpfe untereinander, da fühle ich überhaupt nichts. Da stehe ich da und denke, ja, jetzt sind die halt tot, das ja, ist halt so. Das ist, dass ich mit Orks mitfühle, dass ich Sauron am Ende sympathischer finde als Galadriel, das darf einer Geschichte, die klar vorgegeben ist, die klar eigentlich einer Logik folgen müsste, das darf ja nicht passieren. Ich darf hier nicht stehen und sagen, am Ende hat Sauron absolut recht. Galadriel ist die Böse. Galadriel ist die Antagonistin. Ja. Oder ich mit Orks mitfühle, mit Adar. Und ich mich frage, Gott, jetzt habe ich Sympathie mit den Orks. Das darf einfach nicht sein. Ja, gar keine Frage. Jeder empfindet diese Emotionen anders. Aber das kann nicht Ziel dieser Serie sein, dass die alles in Mittelerde, was Tolkien, dass das über den Haufen geworfen wird. Und mal ehrlich, am Ende gehe ich mit Halbrand mit. Ich gehe hier nach Mordor und werde hier die Königin an seiner Seite und herrsche. Mal ehrlich, warum nicht ein gut aussehender Mann? Der hat Macht, ist er halt ein bisschen böse und will was ändern. Und das ist doch vollkommen.
Aber ich kann seine Motivation verstehen, während ich das bei Galadriel gefühlt halt nicht kann. Und sie tatsächlich die Doofe ist, der all das nicht aufgefallen ist. Und das wäre einer echten Galadriel in Tolkiens Werken nicht passiert. Und ach, dieses Ende der ersten Staffel lässt mich sehr merkwürdig zurück. Das muss ich wirklich sagen. Und man merkt, es gibt irgendwie ein Zitat, dass auch Geld kein irgendwas nicht kann. Ich habe schon wieder verdrängt. Ist ja wie beim Fußball, ne? Dass Geld allein eben kein Spiel gewinnt. Und das merkt man hier definitiv. Also das ist, Geld allein eben keine Handlung schreibt, keine Geschichte gut voranbringt, keine guten Charakter hervorbringt, keine guten Dialoge. Ja. Ich hatte wirklich gehofft, dass es irgendwann besser wird, anders wird, dass es irgendwann Herr der Ringe wird, dass ich versucht habe, auch irgendwann mein Herr-der-Ringe-Herz, mein Mittelerde-Herz, mein Tolkien-Herz auszuschalten. Ich habe es nicht geschafft. Ich kann auch einfach nicht objektiv sein. Ich kann mich nicht hier hinsetzen vor diese Serie. Ich kann nicht mein Hirn ausschalten. Und das kann ich nicht. Also schön für alle, die das können als Tolkien-Fans. Ich kann es nicht. Dementsprechend kann ich diese Serie auch nicht objektiv, subjektiv betrachten, sondern es schlägt immer mein Tolkien-Herz eben mit meinem Wissen. Und ja, ich freue mich aber natürlich für alle, die diese Serie gut fanden. Und das habe ich durchaus unter einigen Serienfolgen, Besprechungen gesehen. Darüber freue ich mich sehr, weil ich mir das ja für mich auch gewünscht hätte. Vielleicht wird es nochmal anders, wenn man irgendwann mal diese Staffel ein zweites Mal anschaut. Aber ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, ja, ob es wirklich 5 Staffeln geben wird. So, jetzt sind wir aber durch. Ich habe mir mal alles so ein bisschen von der Seele geredet und finde, glaube ich, tatsächlich das Schlimmste, neben den Charakteren, den fehlenden Dialogen, einfach die Abweichungen der Lore. Egal, ob es Charaktere betrifft, wie die da aussehen, wie die agieren, Motivation, Hintergründe. Das ist wirklich, das trifft mich wirklich sehr ins Tolkien-Herz und das ist wirklich schade. Und da helfen auch die wunderbaren Bilder nicht, die tolle Musik nicht. Es helfen auch nicht die Anlehnungen und es helfen auch die Hartfüße nicht, um das besser zu machen. Also sie machen es ein bisschen erträglicher, aber ja. Leider. Nichtsdestotrotz bin ich jetzt wahrscheinlich nach knapp über einer halben Stunde mega gespannt auf eure Gedanken, auf eure Meinungen. Lasst uns super gerne in den Kommentaren darüber sprechen, wie ihr das so empfunden habt. Habt ihr die Serie überhaupt geschaut? Konntet ihr euer Herr der Ringe-Wissen irgendwie abschalten? Kann man es vielleicht wirklich genießen, wenn man nicht so tief drin steckt wie ich? Lasst uns da gerne ein bisschen drüber sprechen. Und ich hoffe, dass euch das Video trotz der doch großen Negativität am Ende ein bisschen gefallen hat. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.